Okay. Dunkeleisen überall. Da ist die Krypta, die ich meinte. Jägerin, ha? Jägerin ohne Schießgewehr. Au, und Magierin auch noch. Pieks. Totgepiekst. Da ist eine Blume. Wildstahlblume. Blume? Jetzt. Ich habe euch diese Folge Knummerregan versprochen, ne? Kommen wir bald dazu. Beulengras. Und da ist noch was. Grabmoos. Super selten das Zeug, gibt's nur auf Friedhöfen. So, Knummerregan. Schauen wir mal, wie lange es dauert. Taps, 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 taps. Es tapst so langsam. Kommen wir da irgendwie dran ohne Krieg? Nee. Aha, der hat uns verfehlt. Blödes Vieh. Tschüss. Ich hab die Blume. Haha. Oh Mann. Ist das ein Hin- und Hergelaufe hier? Ich sag's euch. Es hört gleich gar nicht auf. Schicken uns von A nach B nach C und wieder zurück über A. So, gehst du mir aus dem Weg, bitte? Danke. Blümchen. Mal ein paar Blumis aus den Blüten. Und aus den Stängeln. Wo ist sie denn? Da. Nochmal fünf. Trunk? Nee, kein Trunk, sondern ein Strunk. Das, was Salat auch hat. Wie geht's? So, schwer, Dolch, brauchen wir alles nicht. Willkommen, Reisen, sicher sein! Wundgift braucht kein Mensch, PvP-Gift. Sprech bei Velgas Zuflucht südlich der Station Schnellschalt mit Ausgrabungsleiter Velga. Bleib auf dem Boden! Verschlagenheit des Ganoven ist verfügbar. Mhm. Kenn ich gar nicht. Verschlagenheit des Ganoven. Erhöht das Tempo und die Mehrfachschlagchance aller Gruppen- und Schlachtzugmitglieder. Okay. Aha. Gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Ist schon interessant, einfach mal wieder hier zu questen. Ich weiß auch nicht, aber das Gebiet habe ich die letzten Jahre immer ausgelassen. Es geht auch offiziell von Stufe 20 bis 24. Also es ist ein ganz, ganz geringer Bereich, den das hier abdeckt. Dabei gibt es aber super viele Quests. Eigentlich dämlich. Und wir sind jetzt auch schon Stufe 30. Angefangen haben wir mit 23? Ja, ich glaube mit 23. Schön, euch zu sehen. Schön, dich zu sehen. Erbeute 20 versteinerte Knochen von lebenden Fossilien. Das klingt gruselig. Ich bin ganz Ohr. Tötet 7 Paläolithische Elementare. Bleibt sauber.
Schön, euch zu sehen. Geschafft, 6 Archäologenwerkzeuge. Man sieht sich. Gut. Das könnte jetzt die Grabungsstätte sein, von der ich schon ganz am Anfang erzählt habe. Bei der ersten Folge. Zweite Folge? Zweite Folge. Als wir mit Schnucki hier durchgekommen sind. Genau. Das ist nämlich ein Riesending hier. Wow! Cool. Skelettraptoren. Den könnt ihr bekommen, wenn ihr Archäologie die Fossilien sammelt. Da kommt irgendwann der Raptor bei raus. Dauert aber, also ist keine Sache von ein paar Minuten. Ist ein ganz normales rares Artefakt, soweit ich weiß. Oder ist der episch? Nee, ich glaube rar. Ja, auf jeden Fall Fossilien sammeln. Soll ich ihn euch mal zeigen? Der heißt auch so Fossiliraptor. Sieht genauso aus wie die Viecher hier. Nur mit Geschirr. Genau. So. Blume? Ah, Bäumengras. Und da drüben ist noch eins. Maguskraut. Das sind die Elementare. Kapuff. Also mit Stufe 30 können die gar nichts mehr. Können die hier gar nichts uns entgegensetzen. Ja, einfach nur, dass wir die Quests alle machen. Jemand farmt hier. Da oben. Stufe 28. Die dürfte bald fertig sein. Da ist eine Blume und da geht es auch irgendwo hoch. Aber da müssen wir gar nicht hoch. Wir brauchen hier unten Raptoren und ja, Elis. Elementaris. Blöd. Ich weiß, da gibt es noch einen Weg hoch, aber das sind bestimmt schon die nächsten Viecher. Nicht die, die wir brauchen. Den Erdhügel können wir nicht angrabbeln. Schade. Hey, Raptor! Ich will da hoch. Menno. 4 von 20. Aha. Oh, da gibt es die coolen Weißen. Die sind auch schön. Schaut mal, der ist voll hübsch. Und nicht so angeschimmelt. Da wackeln die Köpfe. So. Lebendes Fossil. Und Elementare. Ja, perfekt. Dann laufen wir einfach da hoch. Paläolithisch. Was das wohl heißt? Analytisch? Kenne ich nur von analytisch zum Beispiel. Wahrscheinlich ist das Ausgrabungsanalyse-Gedöns. Keine Ahnung. Stirb! So schnell sie kamen, so schnell gehen sie auch wieder. Naja, eigentlich kommen ja wir und die. Eigentlich wollen die mal. Halt, den einen schaffen wir noch. Wir brauchen nämlich nur noch eins. Dann können wir hier runterhüppen. Oder nee, wir bleiben oben. Nummer Regan, Freunde. Wie versprochen. Diesmal hoffentlich ohne Disconnect und Rauswurf. Ach, wir sind so süß. Krumme haben irgendwie sowas von Babys. Riesige Augen. Alles rund. Hat schon irgendwie so Babyart. Macht die Mädels bestimmt verrückt. So, also. Hier kennen sich zwei. Spielen Ball. Und es geht voran. Halt's Maul.
Tritt ist übrigens eine geniale Fähigkeit. Ihr müsst euch das mal bildlich vorstellen. Da zaubert einer. Meistens spricht man ja beim Zaubern. Ganz wichtig, hier sind Fallschirme, die müsst ihr mitnehmen. Sonst bekommt ihr sehr viel Fallschaden. Ich persönlich springe mal aufs Zahnrad. So. Ihr müsst euch mal bildlich vorstellen, da zaubert einer, indem er irgendwelche Litaneien murmelt und dann kommt der Schurke und tritt ihm einfach ins Gesicht, dass er die Fresse hält. Ich find's so super. Mir gefällt das so gut. Ich mach mal den Kleinkram. Wow. Die machen gut Schaden, die Leute hier. Zerhäckseln wird übrigens verlängert, wenn ihr euren vergiftenden Finishing-Move macht, liebe Schurken. Das ist auch nagelneu. Ich lieb das. Achtung. Wir haben zwar nur 2 Kombo-Punkte. Ja, jetzt ist er schon tot. Ich zeig's euch beim nächsten, falls es noch so lang anhält. Ja. Muss klappen. Bam. 37 Sekunden. Habe ich schon erzählt, dass ab Stufe 92 zur Hexen zu einer passiven Fähigkeit wird? Das ist so super. Das ist so krank. Dann legt die Schurke richtig los mit Schaden. Hier merkt man schon, der Krieger macht eindeutig viel mehr. Was auch daran liegt, dass wir hier einfach nie richtig aufbauen können. Also bis... Bei denen ging es jetzt aber normalerweise, bis wir 5 Kombo-Punkte haben, ist alles tot. Ist einfach so. Ich bin allerdings froh, dass wir die Kombo-Punkte inzwischen auf andere Gegner mitnehmen können. Das finde ich richtig, richtig gut. Blizzard hat den Schurken richtig schön, man muss sagen, vereinfacht, aber es macht jetzt auch wesentlich mehr Spaß, finde ich persönlich. Töpfchen. Fünf. Ha. Wow, was kommt denn da alles? Finisher machen irgendwie zu wenig Schaden. Ich habe das Gefühl, zur Hexe macht wesentlich mehr. Verstümmeln, Entschuldigung. Verstümmeln heißt die Fähigkeit. Was schießt denn der da? Ist das ein Mönch, oder? Ja, Mönchheiler, geil. Habe ich auch einen. Macht einen Riesenspaß, aber leider müsste ich jetzt Hero-Raids gehen. Und das möchte ich nicht. Ich mag diese Gruppen-Raids mit den fremden Menschen nicht. Ich hätte gern mit dem Mönch einen eigenen Raid mit bekannten Menschen, also mit einer Gilde. Aber ist momentan leider nicht drin. Keine gescheiten. Oder ich habe sie nur noch nicht gefunden. Liegt eher daran, schätze ich. Ja, die Shopbotter müsst ihr platt machen, sonst holen die noch mehr Mobs. Ansonsten alles gesehen. Selbst wenn die noch mehr Mobs holen, das schafft ihr locker. Die machen wirklich kaum Schaden hier. Ich will auch. Ich will Schattenschritt. Ich will auch mit draufhauen. Ja, tot gepiept. Spurt! Wir sind das erste am Boss. Ich darf aber nicht pullen. Menno. Komm schon, Tank. Put, 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 put. Put, 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 put. Voll die Gerechtigkeit. Oh ja. Hier gibt es auch wieder Fallschirme. Oder haben wir? Ja, wir haben unseren noch. Okay. Das ist in Ordnung. Da haben wir nicht. So, ihr seht schon, wo die nächste Quest auf der Karte ist. Muss man jetzt wieder springen. Den müsst ihr allerdings abbrechen, sonst landet ihr an den Mobs da drin. Schwupp. Seid gegrüßt. Man sieht dich. So, der nächste ist der Robo-Ingenieur Thermadrat. Das ist der Endboss. Das ist Cheese-Stoß, das, was da die ganze Zeit rumfliegt.
Hey, ein Droide. Ohne Moonkin-Gestalt. Finde ich immer noch sehr befremdlich. Moonkins ohne Moonkin-Gestalt. Mein bester Kumpel hat Moonkin gespielt. Er verflucht das voll, weil ja alle Moonkins unbedingt Moonkins sein müssen und das geht nicht und das kann nicht sein und überhaupt. Finde ich lustig. Und schon hat er auf. Und sagt, ihn spielt er mit einer Hand unter dem Tisch, weil er so einfach geworden ist. So. Jo, gerade ist einer abgehauen, es ist ein neuer da. Nichts Ungewöhnliches. Der hatte wahrscheinlich die Endboss-Quest irgendwie. Nee. Ich glaube, die kann man gar nicht an einzeln machen, die Endboss-Quest. Ja? Bin ich jetzt überfragt. Ah nee, das ist ein Gürtel. Ich dachte gerade, das ist so eine. Ich will immer Augenbinde sagen, aber es sind keine Augenbinden, sondern drüber. So Rambo-Kopfbänder sind das. Gibt's ganz oft. Es gibt sogar so einen Mundschutz für Schurken. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Früher gab es den in den Todesminen. Aber ob es den immer noch gibt. Boah. Glaub nicht. Der war nämlich klasse Schurke. Jetzt könnte es natürlich sein, dass den nur noch Schurken als Drop bekommen. Dass der für keine andere Klasse sichtbar ist. Aber die letzten Male Todesmine war ich nicht mit dem Schurken. Dennoch. Ja, können wir. Nee, wir haben keine Gilde, vergesst es. Wir können nicht wiederbeleben. Genau, es kann sein, dass einfach ein Schurke in die Instanz muss, damit er das looten kann. Oh Gott. Heiler ist runtergefallen. Da runter, zu den bösen Maschinen. Ich wollte eine freundliche Maschine. Herr Kupfer. Jetzt können wir ihn endlich mal richtig angucken, während die anderen hier wiederbeleben. Du bist ein netter Hase. Mit einer Glühbirne als Schwanz. Das nennt man bei Hasen Blume, das Schwänzchen. So, er ist wieder da. Und da kommen sie angelaufen. Ja, Mönchheiler ist verdammt cool. Der Windläufer gefällt mir jetzt nicht so, da finde ich Schurke wesentlich cooler. Aber das Heilen macht so einen Fun mit diesem scheiß beruhigenden Nebel. Das ist so cool. Das ist einfach der ultimative Tankerheiler neben dem Paladin. Finde ich persönlich. Ata! Meine Kombo-Punkte weg. Der Überlegung bringt, was Kombo-Punkte eigentlich für ein seltsames Wort ist. Tja, Thermadraht. So, unser Hexen ist aktiv. Komm schon! 5 Punkte und jetzt vergiften! Ja! Sehr schön. Nein, wir haben Gift auf der Waffe. Und ich wundere mich, dass wir keinen Schaden machen. Mann! Nerv. So, Freunde, morgen geht's im Sumpfland weiter. Bis dahin. Und ich verspreche, dann vergifte ich auch meine Waffen wieder. Bis morgen. Tschüss.